Servus Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Feed the Beast Ultimate. Und ja, in der letzten Folge habe ich ja eine Query gebaut, die für mich meint, damit ich nicht mehr so oft meinen gehen muss und ein bisschen mehr Zeit habe, um interessantere Sachen zu machen. Und ich hoffe auch sehr, ich schaffe es, es interessanter zu gestalten. Und ja, will ich jetzt einfach mal sagen, ich baue mir eine Wrench. Bronze. Eine Wrench brauche ich im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. So, aus diesen 6 Bronze mache ich jetzt eine Wrench. Mit dieser Wrench könnte ich dann hier zum Beispiel... Ah! Nein! Das ist scheiße gelaufen. Okay, die Plate-Bending-Maschine ist kaputt gegangen. Daraus sind jetzt Maschinenparts geworden. Das ist jetzt scheiße. Egal, der Extractor kann man abbauen. Den Kompressor auch. Den Generator auch. Mehr brauche ich auch nicht abbauen. Okay, passt. Jetzt tue ich einfach alle Wertstoffe hier wieder rein. Die Wrench auch natürlich. Die kann man einfach so abbauen mit der Spitzhacke. Das geht bei dem Modpack. Bei den anderen Maschinen sollte man es auch nicht tun. Auch nie, am besten überhaupt nicht. Nicht mehr, wenn Strom dran ist. Das hat nämlich noch schlimmere Folgen. Das kann nämlich zur Explosion führen. So. Okay, jetzt gucke ich erstmal, wie viel ich jetzt hier ändern muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 40. Jetzt brauche ich 40 Cleanstone. Nehme ich hier. Wie nett. 20 davon. Ungefähr, nee. 40 reichen vollkommen aus. So. Hier muss ich jetzt schon mal brennen. So, die konnte ich jetzt einfach nur durch zwei teilen. Und ja. So, die Quarry ist eigentlich an Stein angekommen. Nicht nur noch an die Erde. So. So, die Fackel kommt dann dahin. So, jetzt gehe ich lieber erstmal eine Runde schlafen. So, jetzt bis das ganze Cleanstone fertig ist. Tue ich nochmal das ganze Zeug hier, die ganzen Maschinen so rein. In die Quarzspitzhacken und gehe doch nochmal eine Runde meinen. Ist immer besser als gar nichts. Guck ich erstmal hier nach den
Prinzen nach den Bienen. Hier auch. Da eine Prinzessin und so. Bevor die Bienen wieder stechen, renne ich lieber hier kurz rein. Jetzt habe ich ein Problem. Das brauche ich nämlich. Es gibt nämlich eine extra Kiste für dieses ganze Bienenzeug. Die heißt Apiary. Ich kann es nicht aussprechen, auf jeden Fall die Kiste hier. Dafür brauche ich jetzt irgendwelche Komps, Glas und eine Kiste. So, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier. Obwohl, nee, das hier. Mache ich eine Kiste. Dann brauche ich ein Glas. Glas, so. Nehme ich die da und die da und das war's. Und schon habe ich so eine komische Kiste. Kann ich auch mal zeigen, wie die funktioniert jetzt. Ich lege die einfach direkt neben die Bienen hin. Hier hin. Das heißt, es sind wirklich fünf Seiten, wo man Zeug reintun kann. So. Das kann ich jetzt auch noch sperren. So, private. Das heißt, auf einem Multiplayer-Server könnt ihr auch eure ganzen privaten Sachen von wegen Bienenstöcke oder sonst was sperren. So, die ganzen Bienen, diese Waben hier, tue ich jetzt auch noch in die Kisten rein. So. Okay, nee, die kann ich doch nicht da rein tun. Egal, ich halt nicht da rein. So. Auf jeden Fall gehe ich jetzt nochmal eine Runde meinen. Da ist jetzt eine Art Loch, da könnte ich mal gucken, was ich finde. Ich glaube jetzt eh nichts, aber nee. Obwohl doch, Bauxit. So, hier bin ich jetzt in der Mine. Da ist auch ganz viel Kupfer und so Zeug drin. Ach ja, nur zur Info, was sich verändert hat. Ich habe nämlich einen weiteren Mod angemacht, der eigentlich dauerhaft aus ist. Der fügt einfach nur hinzu, dass es noch ein weiteres Kupfer und ein weiteres Zinnerz gibt. Ist ja auch eigentlich gar nicht so viel verändert. Aber man findet halt häufiger Kupfer oder Zinn. Die sehen dann in dem Fall auch anders aus, die Erze. Aber es bringt halt was. So. Jetzt die Kohle nehme ich natürlich auch noch mit. Das ist wichtig. Das kann die Kohle mehr und jetzt noch das. Das war's. Da hoch geht's glaube ich eh nicht mehr. Das heißt, geht's eh wieder runter. Das Ember. Da ist noch mehr Kupfer.